Gegrüßt seid ihr ringsum. Mein Name ist Erich von Däniken. Allgemein, ja, ich habe Erinnerungen an die Zukunft geschrieben und ein paar andere Bücher. Und heute bin ich besonders stolz, einen guten Bekannten vorstellen zu dürfen. Hartwig Hausdorff. Ich kenne ihn schon seit vielen, vielen Jahren. Und viele kennen ihn auch draußen. Und die, die ihn noch nicht kennen, die werden ihn jetzt kennenlernen. Hartwig Hausdorff ist Autor. Er hat über 32 Bücher geschrieben, die inzwischen in 18 Sprachen übersetzt worden sind. Er ist ein Präastronautiker der allerersten Stunde. Er hat unzählige Vorträge gehalten. Ich habe einige davon gehört, so war einen in den USA, in Orlando, ich erinnere mich noch dran, war 1997, aber auch sonst in der Welt. Und zudem, Hartwig Hausdorff ist nicht ein Schriftsteller, der nur kopiert, er schreibt und liest aus Büchern und übernimmt etwas. Nein, er ist ein Globetrotter. Er ist einer von denen, die persönlich rumrennen, die wissen wollen, wie sieht es dort aus, wie fühlt es sich an, wie schmeckt es etc. Hartwig, was ist dein aktuellstes Buch? Ja, mein aktuellstes Buch momentan ist noch die Mars-Mysterien. Da geht's also, und das ist gerade total aktuell, weil du weißt ja, die Amerikaner, die Chinesen und die Araber, die haben voriges Jahr 3 Raumsonden zum Mars geschossen. Die sind mittlerweile alle im Mars-Orbit, beziehungsweise was die amerikanische Sonde betrifft, hat die einen Lander abgesetzt. Da wird jetzt momentan auch sogar schon mit so einem kleinen, mit einer Drohne rumgeflogen. Also es ist top aktuell. Und unser Nachbarplanet, der Mars, der wird immer geheimnisvoller. Wir dürfen uns nicht einbilden, oh ja, da haben wir jetzt schon so viel hingeschickt und jetzt haben wir bald alle Geheimnisse gelüftet. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Fragezeichen, die werden immer mehr. Ja, hör mal, was man dann sieht von diesen Marssonden, erkennst du irgendetwas Künstliches oder Abnormales? Ist da irgendetwas, worauf man sich gefasst machen muss, was auf uns zukommt? Da ist so vieles, was uns irgendwie bekannt vorkommt. Da habe ich jetzt schon Bilder gesehen, die schauen aus wie Fossilien, wie Dinge, die wir von der Erde kennen, aus unserer Urzeit, also Versteinerungen. Und ich weiß nicht, ob sich das irgendwie auflöst, dass das was ganz Normales ist, dass uns unser Gehirn, der Psychologe sagt ja immer, unser Gehirn versucht uns vorzugaukeln, gewisse Strukturen, die wir kennen. Oder ob es dann wirklich irgendwas Künstliches ist. Im Endeffekt werden diese Rätsel erst gelöst werden, wenn die ersten Menschen ihren Fuß auf unseren Nachbarplaneten gesetzt haben. Also weißt, ich erinnere mich an einige natürlich Legenden, Mythologien. Ich kenne genau wie du die alten Schriften. Und ich weiß, es hatte mal einen Krieg gegeben auf dem Mars vor vielen Jahrtausenden. Darüber wird geschrieben. Und ich erwarte ja nicht, dass wenn man endlich näher rankommt, dass die tatsächlich auch Verglasungen finden werden, Spuren von einem ehemaligen Krieg. Aber das alles Wunschdenken, Spekulation, sicher weiß ich es nicht. Nur, du nimmst mir das Wort weg. Auf dem Mars gibt es Geheimnisse. Und da bin ich ein bisschen manchmal irritiert, wenn man sich vorstellt, unsere NASA gibt ein paar hundert Millionen Dollar aus, um diesen Roboter auf dem Mars abzusetzen, um festzustellen, ob man vielleicht mikroskopische Spuren von Leben findet. Und auf der anderen Seite gibt es Leute auf der Erde, die sagen, und zwar brillante Leute, wissenschaftliche Leute, politisch hochgeschehene Leute, die sagen, wir haben längstens Kontakt mit Außerirdischen. Es gibt Diskussionen. Halle, das ist irre. Die eine Gruppe scheint etwas zu wissen, was die andere Gruppe nicht weiß. Hast du persönlich in deinem Leben mal irgendwo so ein UFO-Erlebnis gehabt? Erich, das ist eine Sache, die habe ich jahrzehntelang in meiner Hinterhand gehalten. Ich habe Jahrzehnte nicht drüber gesprochen. Ich habe in einem anderen Buch von mir, das heißt Grenzerfahrungen, habe ich nach über 50 Jahren das Schweigen gebrochen. Ja, ich hatte tatsächlich eine ganz seltsame Erfahrung. Da war ich ein kleiner Knabe von vielleicht 4 oder 5 Jahren. Das war in meiner Geburtsstadt Fürstenfeldbruck. Das ist da bei München. Und ich habe einen Spielkameraden gehabt, mit dem war ich immer draußen. Und ich kann mich erinnern, ich muss 4 oder 5 Jahre alt gewesen sein. Und wir haben draußen auf der Straße gespielt. Und plötzlich, wir waren wie in einer Art Realitätstunnel.
Das Ganze war ein strahlend heller Augusttag. Und ich kann mich heute noch erinnern, plötzlich war es so, wie wenn rings um uns die Realität ganz anders geworden ist. Es war kein Vogelgezwitscher mehr. Es waren keine Autos mehr auf der Straße. Und nach ein paar Minuten war das Ganze wieder total normal. Und ich weiß bloß von den Äußerungen meines damaligen Spielkameraden, wir hatten da mit so einer alten Laterne gespielt, weiß ich, dass der dasselbe Erlebnis gehabt haben muss wie ich, weil er hat dann hinterher gesagt, die hat uns das Leben gerettet. Ich weiß nicht, was das war. Ich habe mich jahrzehntelang selbst damit beruhigt, ah, da war vielleicht eine totale Sonnenfinsternis und so weiter. Ich habe da inzwischen nachgeforscht, da war keine Sonnenfinsternis. Ich weiß bis heute nicht, was das genau war. Und dein Knäblein von damals, dein Begleiter, weiß der das heute auch noch? Der ist auch erwachsen geworden. Er wohnt leider nicht mehr dort. Dieses ganze Erlebnis hat tatsächlich eine Location, die heute noch existiert, aber leider im Nachbarhaus. Der wohnt leider nicht mehr dort. Ich weiß nicht, wo er ist. Und später im Laufe des Lebens hast du keine direkte UFO-Erfahrung mehr? Das nicht mehr. Schau, ich für meinen Teil, du weißt, womit wir beide uns befassen. Vor Jahrtausenden waren Außerirdische da, die haben versprochen, sie würden wiederkehren. Und ich für meinen Teil bin überzeugt, die sind wieder da. Jetzt liest man ja in der UFO-Literatur, auch unser Freund Peter und Johannes Fieback haben darüber geschrieben, immer wieder, dass Menschen entführt worden seien. Und wenn ich das im Kreis von seriösen Menschen erkläre, dann lächeln die mitleidig. Was hältst du von Entführungen? Gibt's das tatsächlich? Werden Menschen entführt? Ja, Erich, diese Entführungen finden tatsächlich statt, weil du gerade unseren Freund, Gott hab ihn selig, den Johannes Fieback, angesprochen hast. Mit ihm war ich 1996 an einer Stelle in Nordchile, das ist etwas außerhalb von Putre. Da wurde im April 1977 ein chilenischer Offizier vor den Augen seiner Kameraden in ein unbekanntes Flugobjekt entführt. Der war an diesem Morgen frisch rasiert. 20 Minuten später ist er wieder aufgetaucht und er hat einen 3-Tage-Bart im Gesicht. Er muss offensichtlich aus unserem Raumzeitkontinuum rausgefallen sein. Wir waren an der Originalstelle, wo diese Entführung im April 1977 stattgefunden hat. Wir haben sogar noch den Schullehrer von damals getroffen. Man hat ein Treffen arrangiert und der hat uns die Tonbänder vorgespielt, wo er dann die Betroffenen und die Zeugen interviewt hat. Es war, ich habe Gänsehaut auf dem Rücken gehabt. Das kann man nicht beschreiben. Das war Wahnsinn, diese Erfahrungen, diese traumatischen, die diese Menschen gehabt haben müssen. Weißt du, es ist schon irgendwie verwirrend. Also ich bin meinerseits auch überzeugt, weil ich eben gute Leute kenne, wie die Fiebachs, eben Gott hab ihn selig, den Johannes, die darüber recherchiert haben. Es gibt Entführungen. Was mich irritiert ist, warum machen Außerirdische das über so lange Zeit? Du hast jetzt einen Fall erwähnt, 1977. Mein Gott, das sind 50, 60 Jahre her. Und all die Zeit, die müssten uns Menschen doch mal kennen, wie wir funktionieren, unsere DNS, wie unser Blut zusammengeht. Wieso machen die das immer wieder? Was ist deine Meinung dazu? Also ich habe da mal in einem Buch von mir, das chinesische Roswell, habe ich eine Theorie dazu geäußert. Warum machen die es immer wieder? Warum genügt es nicht, einfach mal auf einen Menschen hinzustellen? Und trotzdem passiert das immer wieder. Ich habe mich da mal ein bisschen in die Materie reingekniet, und zwar diese Little Grays, wie sie immer beschrieben werden. Und bin darauf gestoßen, dass es da offensichtlich eine ganze Menge Parallelen gibt zu einer sehr seltenen Krankheit, von denen Kinder befallen werden. Das ist diese sogenannte Progerie. Das sind diese kleinen Kinder, die mit 8 Jahren ausschauen wie mit 80. Ja. Und habe festgestellt, dass es sehr viele Übereinstimmungen gibt in den Beschreibungen von diesen Little Grays und jetzt auf der anderen Seite mit diesen Kindern, die an Progerie leiden. Jetzt gesetzt den Fall, die leiden an sowas Ähnlichem. Brauchen sie vielleicht genetisches Material zur Auffrischung? Wie auch immer. Ja, das ist natürlich eine gute Idee.
Dann würden die es immer wieder sozusagen anzapfen, neues genetisches Material und unsere Gene. Also ich muss voraussetzen, in der Schweiz gibt es eine berühmte Hochschule, die ETH, die Eidgenössisch-Technische Hochschule in Zürich. Und die haben vor 2-3 Jahren eine Arbeit veröffentlicht, dass in unseren Genen, in unseren DNS, die Kapazität ist für Millionen von Informationen, die darin gespeichert werden. Also wir enthalten schon etwas, das man anzapfen könnte. Das wäre eigentlich ein vernünftiger Grund. Hör mal, du bist ja auch Präastronautiker vorwiegend. Du befasst dich mit den alten Rätseln. Und du bist auch einer von denen, im Gegensatz zu mir, die in Europa rumgefahren sind. Gibt es in Europa irgendetwas, das man besuchen könnte? Irgendein Rätsel in Europa? Ja, da wäre zum Beispiel gerade mal 2 Stunden Flugzeit von uns entfernt die Insel Malta. Ein, ich sag, Dorado für die Paläozäti-Forschung. Da gibt es Tempel, uralte. Dann dieses Rätsel, das bis heute nicht gelöst werden konnte. Diese Cartwrights, obwohl Cartwrights habe ich auch in anderen Ländern gefunden. Moment, was sind das Cartwrights? Die Zuhörer haben keine Ahnung. Das sind meistens in Doppelspur verlaufende Linien und die machen Kreuzungen, die machen lange Kurven und so weiter. Also Linien im Boden drin irgendwie. Eingetiefte Linien und bis jetzt hat jeder Versuch einer Erklärung versagt. Weil hat man gesagt, Heureka, jetzt weiß ich, was das war. Wenn wir den Gedanken weitergedacht haben, dann ist man einfach im wahrsten Sinn des Wortes im Boden stecken geblieben. Man hat gesagt, das wären Karrenspuren. Ja, sobald die Spur in die Kurve geht, bleiben diese hypothetischen Räder stecken. Also das ist eins von den großen Rätseln in unserem europäischen Bereich, gerade mal 2 Stunden Flugzeit von uns entfernt, die eigentlich jeder Mensch ganz bequem besuchen kann. Auf nach Malta. Und dort gibt es nicht nur diese Karrenspuren, diese Cartwrights, es gibt auch gigantische Tempel. Wirklich. Sehr viele Tempel. Und das spektakulärste von allen, das ist ein unterirdischer Tempel, das sogenannte Hypogeum. 3 Stockwerke tief in den Boden rein, richtig aus dem Vollen geschnitzt. So, und jetzt möchte ich auch mal wieder was Neues bringen. Hypogeum, Malta. Vor wenigen Jahren, da war ich im Archäologischen Museum in Valletta. Und die dortige Museumsleiterin, die war sehr zugänglich. Die hat mir und meiner Gruppe, die mir da aufgetaucht sind, Schädel präsentiert. Die hat sie aus dem Museumskeller geholt. Die sind nicht öffentlich zugänglich. Und von diesen Schädeln war einer dabei, der hat mich elektrisiert. Da waren auf der Rückseite von dem Schädel 3 kleine Inzisionen drin, Bohrungen. Die hatten ursprünglich 3 mm, sind aber zugewachsen. Also wenn eine Knochenneubildung erfolgt, kann man genau sehen, der Patient hat das überlebt, weil sich neue Knochensubstanz gebildet hat. Und die sind auf 1 mm zugewachsen. So, und jetzt gibt es eine Parallele. In allerjüngster Zeit, erst seit ungefähr noch nicht mal einem Jahrzehnt, kennt man eine Behandlungsweise für anfallskranke Menschen. Also zum Beispiel Leute, die an Epilepsie oder anderen Syndromen leiden. Da wird ein sogenannter Gehirnschrittmacher eingesetzt. Ich kenne da einen Fall von einer Dame aus Passau. Passau ist von mir 1 Stunde Fahrzeit entfernt. Das wurde in einer großen Zeitung, wurde das mal veröffentlicht. Da ist genau dasselbe gemacht worden. Hinten am Schädel mehrere Bohrungen und da sind dann haarfeine Elektroden eingeführt worden. Und dadurch, durch die Stimulation von gewissen Gehirnregionen, ist es dann möglich, die Anfallshäufigkeit oftmals sogar bis gegen 0 zu senken. Und jetzt haben wir einen 8000 Jahre alten Schädel aus dem Hypogeum in Malta, wo genau dieselben Bohrungen, Inzisionen zu sehen sind. Ja, es ist schon, also Geschichte wiederholt sich. Jetzt kann man sich fragen, wer hat die Operation vor 8000 Jahren gemacht? Wir oder die Fremden? Keine Ahnung. Aber jetzt sind wir in Malta. Du bist ja schließlich in Deutschland zu Hause. Gibt es in Deutschland irgendein Rätsel, das man besuchen könnte? Fällt dir da was ein? Im Norden von Deutschland gibt es sehr viele Dolmen, megalithische Bauten und so weiter. Ich bin halt jetzt mehr so eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs. Ja, das weiß ich.
Ich habe mich, als ich dann berufsmäßig so in die Touristik reingekommen bin, habe ich mich eigentlich nur noch in die Flugzeuge reingesetzt und bin dahin geflogen, dorthin geflogen, habe mir die Sachen selber angeguckt und es ist wirklich fantastisch. Weißt du, es ist ja schon toll. Wir zwei, wir gehören noch zur Generation, die Globetrotter sind. Wir können und konnten um die Welt herumreisen. Leute wie du, du warst in Peru, du warst in Bolivien, du warst überall am Ende der Welt. Wenn ich die Gegenwart sehe, man kann nicht reisen. Wie geht das weiter? Wird das noch schlimmer? Nach der Pandemie kommt vielleicht die nächste. Also wir können uns glücklich sein. Wir sind noch Augenzeugen. Wir haben noch fotografiert. Wir haben noch Beweise nach Hause gebracht. Du wie ich, wir waren beide im Hochland von Bolivien, in Pumapunku. Du erinnerst dich an die riesigen Plattformen, die zum Teil über 100 Tonnen haben. Jetzt weiß man ganz, ganz neu, dass diese Plattformen höchstwahrscheinlich gegossen worden sind. Denn man fand in dem Gestein drin organisches Material. Vielleicht erinnerst du dich, es gab schon seit langem eine Theorie von einem Professor Dr. Davidowitz, der sagte, in der großen Pyramide in Ägypten müssten Steine gegossen worden sein, weil man unter anderem nicht nur organisches Material, sondern sogar ein 21 cm langes Haar in einem Pyramidenblock drin fand. Also muss der Stein mal weich gewesen sein. Und jetzt kommt etwas Ähnliches ins Hochland von Bolivien. Und du weißt es, wie ich auch, als die Spanier da oben waren, haben die Eingeborenen, die Inka, den Spaniern gesagt, sie hätten das nicht gemacht. Als sie kamen, sei das schon da gewesen und es sei in einer einzigen Nacht entstanden. Gießen, sowas wie Beton gießen, könnte man in einer einzigen Nacht. Die Frage bleibt offen, wer macht sowas und wozu? Was soll das gewesen sein? So, es gibt Rätsel. Schreibst du, Hartwig Hausdorf, zurzeit an irgendwas Neuem? Ich habe gerade ein neues Buch in der Arbeit. Das ist aber mal ein Thema, was existenziell ist. Ich habe ja dann noch ein zweites, wie soll man das sagen? Erich, du warst eine der großen Initialzündungen von mir damals. Es gab aber noch eine andere Initialzündung, ungefähr zur selben Zeit, in derselben Gegend. Und zwar ist es mein Interesse für ein Gebiet, das mit dem 23. Buchstaben des griechischen Alphabets bezeichnet wird, Psi. Ich weiß, du hast auch mal ein Buch geschrieben, das war Erscheinungen. Das habe ich verschlungen. Das war, glaube ich, dein viertes Buch, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und du hattest auch mal einen Ausflug in die Parapsychologie. Richtig. Oh ja, davon habe ich früher eigentlich wenig gehalten. Ich habe persönlich immer wieder bestimmte Erfahrungen gemacht, bestimmte Erfahrungen mit Gedankenübertragungen, die jeder macht. Und dann tut man es als Zufall ab. Und leider in der Parapsychologie hat es immer sehr viele Spinner gegeben. Und dann hat man ein bisschen auf Distanz gegangen. Aber vermutlich habe ich einigen Menschen Unrecht getan. Denn je älter ich wurde, habe ich gemerkt, hallo, da steckt viel mehr dahinter, als wir Hochnäsigen oder ich Hochnäsiger oberflächlich zuerst mal dachte. Und hast du irgendwas Neues entdeckt in Richtung Parapsychologie? Gibt es da was Interessantes? Kommt da was auf uns zu? Ein Thema, das interessiert mich ganz besonders stark. Und zwar ist es einfach die Fragestellung, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und ich hatte das große Glück, dass ich zu dieser Fragestellung noch einen ganz weltberühmten Wissenschaftler kennenlernen und interviewen durfte. Das war der Professor Dr. Ian Stevenson aus USA, von der Universität von Virginia. Das war damals die große Koryphäe in Sachen Reinkarnationsforschung. Aha. Dieser Professor Stevenson, der hatte mir, wo ich ihn interviewt habe, zu einigen klassischen Fällen haarsträubende Dinge erzählt. Da gab es mal diesen Fall, da ist ein kleiner Junge in Indien umgebracht worden. Man hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Am selben Tag ein anderer Junge geboren worden, in einem anderen Teil dieser Stadt, mit einer Narbe da, wo dieser Junge umgebracht worden ist. So, und Professor Stevenson hat mir vor ein paar Jahren, also noch gelebt hat, er ist ja 2007 verstorben, hat er mir noch erzählt, wie es da weiterging. Es ist haarsträubend. Er ist ja mit diesem Jungen, der dann zum Mann herangewachsen ist, lebenslang in Kontakt geblieben und hat mir gesagt, diese Narbe, die der andere dann hatte, die ist im Laufe seines Lebens gewandert um den Hals rum in
der Richtung, wo die damaligen Mörder ihm den Schnitt an der Kehle gemacht hatten. Es ist unglaublich, was es zwischen Himmel und Erde gibt, Erich. Es ist wirklich, wirklich fantastisch. Und das beschäftigt dich jetzt auch, dieses Thema, in deinem neuen Buch. Das ist das Thema, was jetzt im Herbst 2021 rauskommt, über Nahtoderfahrungen, gibt es ein Jenseits und dann natürlich das unerschöpfliche Thema Wiedergeburt, worüber ich aber eine weltweit bekannte Koryphäe noch kennenlernen und interviewen durfte. Wer denn? Der Professor Dr. Ian Stevenson. Wer ist das? Der hat dasselbe gemacht wie wir, Erich. Der hat gehört, irgendwo in Indien, da ist ein komischer Fall. Und der hat sich sofort in den Flieger gesetzt. 40 Jahre lang ist er überall hingeflogen, nach Indien, nach Israel, in die Türkei und so weiter. Und hat Fälle dieser Art vor Ort recherchiert, Zeugen befragt, Dokumente eingesehen. Er hat im Grunde genommen in seiner Thematik genau das getan, Erich, was wir auch machen. Weißt, es ist ja schon erstaunlich, in unserer Gesellschaft, in der offiziellen sogenannten Wissenschaft, bewegt sich wenig. Natürlich in der Physik, in der Mathematik, in der Raumfahrt etc. schon, bewegt sich eine ganze Menge. Aber das Thema, was wir bearbeiten, da tut sich nichts. Man liest selten was in den großen Medien über Präastronautik, über Rätsel und so weiter. Es tut sich nichts. Gott sei Dank gibt es Leute wie dich, Hartwig Hausdorff, die hier bohren und die den Archäologen Wege zeigen. Ich selber schreibe zurzeit auch ein Buch, das 44. schon, und darin geht es vorwiegend um Leserbriefe. Ich habe abertausende von Leserbriefen bekommen und druck mal eine Reihe davon ab. Und darunter gibt es Leserbriefe, die mir etwas Ähnliches sagen, was du jetzt erwähnt hast. Sie sind überzeugt, sie sind wiedergeboren worden. Sie haben das und das schon erlebt. Sie suchen nach Hilfe, nach Verständnis, aber keine Wissenschaft hört ihnen zu, nichts Offizielles. Andere machen aufmerksam auf gigantische Rätsel, die es irgendwo auf dem Planeten gibt. Rätsel, von denen ich auch nie etwas wusste. Die schreiben es, weil sie dort in der Gegend leben. Und niemand kümmert sich darum. Keine Wissenschaft. Leute wie du, Hartwig Hausdorff und ein paar andere Autoren, wir sind eigentlich diejenigen, die dir die hineinspucken, quasi in die Trägheit dieser Wissenschaft. Es muss was tun. Du bist Präastronautiker. Präastronautik heißt, wir beide haben sehr viel recherchiert, dass es vor Jahrtausenden mal Besuch aus dem Weltall gab. Wie siehst du die Zukunft dieser Präastronautik? Geht das weiter? Oder wenn Leute wie du und ich mal tot sind, ist das vorbei? Erich, das ist eine so existenzielle Frage, was eigentlich jeden Menschen auf diesem Planeten wirklich zutiefst berühren müsste. Also ich bin jetzt einmal guten Mutes und ich denke mal, es wird weitergehen. Da bin ich überzeugt davon. Es wird immer, du weißt, das Beispiel hast du selber gebracht in einem deiner Bücher, Panspermie ist das Zauberwort. Es werden Tausende, Millionen, Milliarden von Samen ausgestreut. Vielleicht 90% davon fallen auf unfruchtbaren Boden, auf Stein. Geht nichts weiter. Aber ein paar werden immer auf fruchtbaren Boden fallen, die werden dann keimen, die werden dann austreiben. Das ist es. Genauso sieht es übrigens auch Professor Avi Loeb, den habe ich auch kürzlich interviewt, der sieht das genauso. Das geht immer weiter. Schau mal, es gibt Menschen, die sagen, ETs sind hier. Und wie gesagt, andere sind entführt worden, andere haben es erlebt. Wenn der Tag kommt, wo endlich eine Pressekonferenz stattfindet, wo berühmte Wissenschaftler der verblüfften Menschheit sagen, wir müssen zugestehen, wir sind nicht allein, es gibt andere da draußen. Wie wird die Menschheit darauf reagieren? Was passiert mit den Religionen? Wie denkst du darüber? Erich, das habe ich sogar mal in einem meiner Bücher genau thematisiert. Was wird an dem Tag passieren, wenn ein goldenes Raumschiff auf dem grünen Rasen vom Weißen Haus in Washington oder auf den Steinen vor dem Roten Platz in Moskau landet? Eine weltweite Autoritätskrise wird erst einmal einsetzen. Weil, sind wir doch mal ehrlich, 90% der Leute, die glauben, ja, wir Menschen, wir sind das Einzige, was da im weiten Universum überhaupt unterwegs ist. Wir betreiben Nabelschau. Wir denken, wir sind die Einzigen und Allergrößten. Für diese Leute wird das Aufwachen fürchterlich werden. Und dann
eine Autoritätskrise ersten Ranges. Die Militärs, die Jahr für Jahr Milliardenbeträge einsammeln, um irgendwelche Dinge, Systeme zu finanzieren, die im Grunde genommen überhaupt nichts genutzt haben. Es sind tatsächlich irgendwelche Flugkörper reingekommen, die konnten nichts dagegen tun. Die haben mit diesem Tag ihre Glaubhaftigkeit verloren. Die Religionen, die können ihren jahrtausendelang verkauften Unsinn, den können sie sich sonst wo reinschieben. Die Wirtschaftsbosse, die ganzen irdischen Technologien, da wird es auch zu einem Paradigmenwechsel kommen, weil Menschen sehen dann, oh Gott, das, was wir hier immer verkaufen, als unserer Weisheit letzter Schluss, unsere Pharmaindustrie, die hat das, in Wirklichkeit hat sie gar nichts. Das ist alles relativiert in dem Moment, wo irgendjemand ganz offiziell herniederkommt. Also Hartwig, nach deiner Meinung, und ich bin übrigens derselben Meinung wie du, haben die sogenannten Herrschenden, egal welche Klasse, kein Interesse daran, zuzugeben, dass wir von Außerirdischen beobachtet sind. Die schießen sich ja selbst ins Knie, auf gut Deutsch gesagt. Ja, sie wollen nicht, also werden sie das so lange wie möglich noch zurückhalten. Es gibt von der amerikanischen Regierung, gibt es irgendwelche Verlautbarungen, die sind schon ein paar Monate alt, dass sie diesen Sommer Akten freigeben würden. Die Akten werden zusammengestellt, natürlich wird es wieder geschwärzte Stellen drin haben, Akten freigeben würden über UFO. So, ich habe das Gefühl, der Tag der Wahrheit, dass man den Menschen sagt, da ist was, wir registrieren was, unsere Flugzeuge in 11.000 Meter Höhe, wir haben Bilder, da ist was, der Tag der Wahrheit kommt näher. Also, jetzt habe ich für dich noch eine ganz andere Frage. Du bist im Besitze eines seltsamen Dolchs. Den Kita-Dolch. Sag mal, was ist das? Erzähl uns, wie kommst du zu diesem Dolch? Was ist dieser Dolch hier? Ja, das ist also hier, das können wir live vorführen. Das ist ein sogenannter Kila-Dolch. Das sind, in Tibet nennt man sie Purva, in Indien nennt man sie Kila. Das sind ja für rituelle Handlungen gemachte Dolche. Die sind auch verziert. Hier zum Beispiel bei diesem indischen Kila-Dolch sind drei Antlitze. Das erste Antlitz, milde lächelnd. Das zweite ist ein bisschen, sagen wir schon, angefressen. Und das dritte Antlitz, wenn man den dreht, rasend vor Zorn. Ich muss dich schnell unterbrechen. Woher hast du den Dolch? Den Dolch bekam ich von einem lieben Freund aus Thüringen, der Franz Beth. Der war viel unterwegs in Tibet, in Indien. Er spricht, glaube ich, auch Tibetisch. Hat sich dort auch auf die Rätsel gesetzt, die dort in diesem Hochland von Tibet, die es da gibt. Und der hat ihn mir von einer seiner Indienreisen mitgebracht. Und dieser Kila-Dolch, mit dem hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Der wurde nämlich noch, als er noch dem Franz gehörte, der wurde mal an der Universität von Wismar, an dem dortigen Institut für Oberflächen- und Dünnschichttechnologie, genau untersucht. Moment, was für eine Universität? Universität in Wismar. Das ist in was? Wismar. Das ist Wismar. Wismar. Aha, okay, ja. Vorkommen. Okay. Und haben also ganz unmögliche Zusammensetzungen festgestellt. An diesem Kila-Dolch, das sind etwa knapp 14% Volumenanteil Sauerstoff. Ist das nicht normal? Ich verstehe nichts davon. Das ist nicht normal. Das ist absolut nicht normal. Klang mal unter irgendeine alte Karre mit einem verrosteten Kotflügel. Das sind vielleicht 1,5-2% Sauerstoff und das Ding bröselt vor lauter Rost. Der Kamerad hier hat fast 14%, ein Siebtel Sauerstoff und da ist nichts, was irgendwie bröselt oder bröckelt. Dann sind auch noch Anteile von Aluminium dabei und man schätzt diesen Dolch auf ungefähr ein Alter von 1000 Jahren, weil von der Machart her gehört er zum sogenannten tantrischen Buddhismus und der ist vor etwa 1000 Jahren ist er sang- und klanglos untergegangen. Also eigentlich bist du Besitzer eines wertvollen Objekts. Vielleicht kommt irgendwer nach der Sendung und will dir das Ding abkaufen, wer weiß. Den gebe ich nicht her. Hör mal, gegen das Ende unserer kurzen Fragerunde,
Da ist eine Frage, eine sehr ernste Frage, die stelle ich jedem meiner Gesprächspartner. Was meinst du, wozu sind wir auf Erden? Was ist der Zweck unseres Lebens? Ja, dass wir aus Zufall irgendwann durch eine Ursuppe entstanden sind, das glaube ich immer weniger. Es gibt ja mittlerweile so Theorien, die in Richtung intelligentes Engineering laufen. Aber vielleicht hat irgendwann mal irgendwo im Universum eine Stafette angefangen. Irgendwo gab es eine intelligente Rasse und die hat sich natürlich dann weiterentwickelt und es ist ein Zeichen von Intelligenz, dass man rausgeht. Neugierde. Da oben möchte man mehr drin haben. Man möchte schauen, was ist denn da hinter dem Berg? Was ist denn da hinter der Tür? Wir sind also rausgegangen und haben dann, wir sprechen hier von Zeiträumen, die haben nichts mit Tausenden oder Hunderttausenden Jahren zu tun. Das sind Millionen, Hunderte von Millionen Jahren. Das ist im kosmischen Maßstab gesehen auch noch ein Klacks. Und die haben ihre Lebensart, ihr Leben, ihre DNS, haben die überall verbreitet. Und das ist vielleicht der Grund, warum es uns gibt. Es ist ja auch immer diese Fragestellung, wenn irgendjemand, der nichts von der Materie versteht, fragt, ja, warum sollten die uns ähnlich schauen? Nicht die schauen uns ähnlich. Wenn, dann schauen wir denen ähnlich. Und die sind rausgegangen und haben geschaut, dass sie ihre DNS, ihre Art, dass sie die weiter verbreiten. Und ich glaube, das ist eigentlich der ganze Clou an der Sache. Wenn mal irgendwas existiert, dass der rausgeht, dass der versucht, sich zu verbreiten, dass er einfach in die Breite gehen will. Weißt du, das, was du hier sagst, entspricht auch den Aussagen etlicher heiliger Schriften. Am bekanntesten ist jedem die Bibel. Und Gott oder die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde. So, wir sind Ableger von einem anderen System. Wir gehören dazu. Und wie du erklärt hast, wir sind nicht allein. Da gibt es eine Riesenfamilie, was überhaupt nicht ausschließt, dass es völlig anders geartete Lebensformen gibt als wir. Aber die unseren, die gibt es eben auch, weil wir uns weitergegeben haben und weitergeben werden nach ihrem Ebenbilde. Jetzt nenn uns nochmals den Titel deines neuesten Buches. Wie geht der? Das auf dem Markt ist. Das Buch, das man kaufen kann. Achso, das, was jetzt am Markt ist, das heißt Mars-Mysterien. Und da geht es um die Rätsel des Mars, die wir am Anfang angesprochen haben. Genau. Und ein weiteres Buch ist momentan auch wieder topaktuell. Vor nicht mal 2 Wochen ist das durch die Medien gegangen, dass Wissenschaftler, Genetiker schon wieder daran arbeiten, einen Hybriden, ein Mischwesen zwischen Mensch und Affe zu schaffen. Und das habe ich schon vor ein paar Jahren, ich glaube, das Buch ist 2014 oder 2012 rausgekommen, das heißt Götterbotschaft in den Genen. Und da war das auch schon aktuell und im Moment ist es wieder ganz top aktuell geworden, dadurch, dass der Mensch jetzt vielleicht am Vorabend dessen steht, was die Götter schon vor Tausenden von Jahren zu tun imstande waren. Wir kleinen Zauberlehrlinge, wir stehen jetzt da am Vorabend. Es ist interessant, Leser von Hartwig Hausdorf, übrigens auch von mir, die überrascht solche Ereignisse nicht. Wir wissen, das gab es alles schon. Es gab fürchterliche Kriege, es gab Mischwesen, die Sphinx, der Sphinx, das Sphinx sind nur ein Beispiel davon. Die sind in allen Museen. Uns überrascht das nicht. Es ist alles schon da gewesen. Hartwig Hausdorf, ein brillanter Mann, ein Globetrotter, ein Weltreisender, ein Autor von über 35 Büchern. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, dass ich dich kenne, dass wir Freunde sind. Danke dir für das Interview. Viel Erfolg im Leben. Tschüss und ciao.